So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen, wie man es schon sieht, Empire Total War mit dem Darth Mod mal wieder. Und ich hatte ja bereits zwei Let's Plays in Empire Total War hochgeladen. Einmal mit dem ruhmreichen Preußen und eine weitere Kampagne mit Spanien. Also wir hatten da eine Militärmacht an Land und dann eine Seemacht und Landmacht, Kontinentalmacht mit Spanien. Und ich habe überlegt, eine weitere Fraktion zu spielen, mal wieder einen historischen Teil aus der Total War Kiste rauszukramen, weil das jetzt ja doch seit längerem schon ein bisschen auf der Strecke lag, also seit längerem kein historischer Teil mehr. Und ich würde ja so gern tatsächlich Attila Total War Let's Playen, aber ich habe einfach nicht die Performance dafür. Ich bin zwar aktuell schon dabei, mir einen neuen PC zusammen zu konfigurieren, aber aktuell mit den Grafikkartenpreisen und der Hardwaremarkt, das geht gar nicht. Und dementsprechend werde ich hier zu Teilen zurückgreifen, wo meine Performance noch vollkommen ausreicht. Und ich feiere sowieso jeden historischen Teil. Und Empire Total War ist einfach einer der fantastischsten Teile. Oder überhaupt einer der Spiele, die im 18. Jahrhundert spielt, die ich kenne. Und das ist einfach einer meiner mein Lieblingszeitrahmen so in der Geschichte, wenn man es so haben will. Und wir werden uns eine Kampagne mit einer Fraktion natürlich aussuchen. Wir spielen eine große Kampagne. Den Darth Mod deshalb, weil der das ganze Spiel optisch und visuell nochmal ein bisschen verbessert. Und auch audiotechnisch wird da nochmal einiges hinzukommen. Ich will ja nicht so viel darüber eingehen, weil der Darth Mod fügt einige Einheiten hinzu, einige kleine Mechaniken, aber ansonsten bleibt das Spiel relativ Vanilla, wenn man so will. Und ja, wir spielen eine Fraktion, diesmal wieder eine Landmacht, die ich mir überlegt habe, und wir werden keine andere Landmacht spielen als das völlig rückschrittliche. Wer hätte es gedacht? Wir spielen Russland, wir spielen Russia. Hier ganz auf Englisch, der Darth Mod, ich glaube, da gibt es gar keine deutsche Übersetzung, aber ist ja nicht so tragisch. Und wir spielen die kurze Kampagne, hatte ich ja beim letzten Mal auch schon, ist so oder so nimmt sich das nicht viel, weil auch für die kurze Kampagne braucht man viele, viele Regionen, viele Schlüsselregionen, wo man sich dann bei den Siegbedingungen orientieren muss. Und wer sich gerade wundert, warum hier alles so in einem schwarzen Rahmen erscheint, das ist normal in dem Menü, wenn ich das so sagen darf. Denn in-game wird das Ganze wieder in 2K zu sehen sein. Da wird hier auch der ganze Monitor, das ganze Bild ausgenutzt. Aber hier, gerade beim Start, ist es ein bisschen unpraktisch. Aber wir halten uns hier nicht lange auf. Ich gehe trotzdem mal auf Russland ein. Ja, Russland im 18. Jahrhundert, beginnendes 18. Jahrhundert, ein absolut rückschrittlicher Staat, der in so gut wie allen Punkten Aufklärung ganz weit hinten hängt. Ja, durch die relativ große Population kommen sie wirtschaftstechnisch nach und nach auf die Beine, aber auch da sind andere Fraktionen wie Preußen und England weit voraus. Ja, militärisch, auch relativ rückschrittlich, aber aufgrund der hohen Anzahl an Truppen relativ viele rekrutierfähige Männer, Bauern in dem Fall, die sich da natürlich bereitstellen dann und der Armee anschließen in Hoffnung auf zuverlässigen Sold und Geld. Und gleichzeitig ja trotzdem recht rückschrittlich, elitär, konservativ, auch Nahkampftruppen haben wir noch, was ja eigentlich nur die Osmanen im großen Spiel haben und die Maraten, also hier in Indien. Mal gucken, wie das wird. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz in die Siegbedingungen rein. Wir müssen einige Regionen erobern. Estonia und Livonia, also Estland und Lettland müssen wir erobern. Ingria, in Germanland heißt es, glaube ich. Wir müssen Georgia? Ach, Georgien erobern. Ja, Georgia. Ich dachte jetzt gerade, da ist der Bundesstaat in Amerika. Ich meine, nein, natürlich nicht. Den gab es bestimmt. Den gab es damals bestimmt noch nicht. Zumindest nicht die Einteilung in die Bundesstaaten. Und ich meine, da gab es ja, glaube ich, Amerika auch noch gar nicht. Das ist ja so die Verfassung irgendwie rund um 1730. Oh, ich habe keine Ahnung, wirklich, das ist traurig, aber ich weiß nicht, wann die Verfassung entstanden ist. Ich glaube, so zwischen 1720 und 1740, so in dem Dreh. Dann sollen wir erobern Polen, Holland, Maskowi, also Maskowi. Ich
Ich muss es in-game sehen. Ich glaube, Moldawien ist das. Lissunia, weiß ich auch noch nicht. Wir sollen Schweden erobern. Dagestan sollen wir erobern. Wir sollen die Krim erobern. Belarus, also. Ja, irgendwas in der. Belarus, also Weißrussland, ja. Also, gab es damals auch noch nicht. Ist auch eine polnische Stadt zu dem Zeitpunkt. Belarus und Wolynia. Weiß ich auch noch nicht. Müssen wir mal schauen. Also, ich komme mit den Besetzungen hier nicht ganz klar von den Siedlungen. Und dann gehe ich mal ganz kurz auf den Text hier ein. Moskowi, as its rulers have previously called, it is a sleeping giant with age-old traditions and ways of doing things. Ja, also wir sind eine Großmacht, ein schlafender Riese mit alten Traditionen und ja. Here the feudal way of life has become so entrenched that the serfs are as tied to the land of Seattle and with almost as few rights. Also wir haben eine Landbevölkerung, die sich hier noch, also eine Kultur, die sich hier noch auf den auf feudalische Grundstrukturen zurückgreift. Also feudale Struktur meint einfach, dass es halt noch diese Gutsherren gibt und den Bauern unterstellt sind und dass die halt kein eigenes Land betreiben können, sondern eben dort angestellt sind, Abgaben leisten müssen und so weiter und so fort. Dass die eben auch keine wirklichen Rechte haben. It is a face deeply conservative and religious country, also eine sehr konservative und religiöse Nation. Mother Russia and the Orthodox Church are the two pillars of national belief. Also die zwei Säulen der Gesellschaft, das sind die Kirche und die orthodoxe Kirche und der russische Staat dann. The Tsar may be the father of the people, also der Tsar ist der Vater der Menschen, but by tradition and practice he is the stern parent. Das ist ein strenger Vater oder so, strenges Elternteil. Ivan the Terrible was well named and he has not been the only ruler with an iron will. Also, jetzt muss ich übersetzen. Ivan der Schreckliche war seinem Namen gerecht und nicht der einzige Anführer mit einem eisernen Willen. Russia needs a strong hand controlling the Tyrant Rome. Also Russland braucht eine starke Hand, die dieses alte, verschlafene Rom, diese Macht Roms, würde ich jetzt sagen, das ist eine Anlehnung an das Römische Reich, the true home of Christianity, according to the Orthodox Church, after the fall of Byzantium. Also nach dem Fall des Byzantinischen Reichs war Russland so die größte, mächtigste katholische oder orthodoxe Fraktion. Also ich meine, die orthodoxe Kirche kommt ja aus Russland, deswegen stand die im Hintergrund auch nochmal orthodox, weil die eigentliche christliche Hoheit waren ja die Habsburger in Wien. Now, however, Russia is changing awakening. Also Russland ist nun erwacht. Ich versuche es gleich mal auf Deutsch vorzulesen, wird allerdings ein bisschen schwieriger vonstatten gehen, wenn ich nicht erst auf Englisch lese. It's beginning to look for the best. Also sie gucken in die Zukunft und versuchen das Beste draus zu machen und sie haben viel zu verbessern, Ideen, ihre Kultur. Genau. Ja, ich meine, das werde ich alles im Großen und Ganzen auch in-game nochmal ein bisschen erzählen. Ich kenne mich jetzt zwar auch nicht so allzu gut mit der russischen Geschichte aus. Ich hatte zwar Russisch im Unterricht, aber da ist nicht so viel hängen geblieben. Und wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir spielen natürlich alles auf Very Hard hier. Das ist ja logisch. Und begrenzte Gefechtsdauer machen wir. CPU-Bewegung und Zeit lasse ich mir zum Anfang noch anzeigen. Und los geht's! Ich habe extra die Beraterstimme ein bisschen lauter eingestellt, dass wir die zu Beginn dann mal ein bisschen besser hören. Und ja, die werde ich dann ein bisschen leiser stellen, die Sprache, bevor sie in-game dann... Ihr Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, sich durch die Eroberung Ingermannlands und des Krimkhanats Handelshäfen an der Ostsee und am Schwarzen Meer zu sichern. Auf diese Art und Weise wird zwar ihr Handel mit den Westmächten verbessert, allerdings werden die immer expansionistischer werdenden Schweden ihnen ein solches Vorgehen übel nehmen. Ganz zu schweigen von ihrem alten Feind, dem Osmanischen Reich. Da Europa in ein Zeitalter der Aufklärung voranschreitet, wäre es klug, die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen Russlands zu modernisieren.
verbessern sie die Handelsrouten mit dem Westen und sorgen sie für gute Beziehungen zu Großbritannien, Frankreich, Österreich und Preußen, um ihre Streitkräfte nach deren modernsten Militärdoktrinen zu überholen. Was expansive Gelüste betrifft, so könnte das direkt westlich an sie grenzende Polen-Litauen leicht Teil eines größeren russischen Reiches werden. Genauso wie die skandinavischen Provinzen sollte Schweden ihnen einen Krieg aufdrängen und verlieren. Vielen Dank. Sind wir eigentlich zu Beginn im Krieg mit Schweden? Wir sind sogar im Frieden. Oh, das ist interessant. Das ist höchst interessant. Ja, also man sieht es hier, wir haben ein relativ riesiges Reich. Aber das wirkt ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen, weil die Regionen sind einfach riesig. Und so viele haben wir dann gar nicht. Und die Regionen, die wir gerade im Hinterland hier haben, Richtung Sibirien, die sind unglaublich arm. Und dementsprechend ist Russland vielleicht auch von vielen hier überschätzt. Es ist nämlich gar nicht, es ist eine sehr arme Fraktion, sehr rückschrittlich, wirtschaftlich, wie in allen anderen Bereichen auch. Also die Aufklärung ist hier vollkommen vorbeigezogen. Also klar, die haben es nicht geschafft, die Franzosen, diese Revolution bis, oder diese revolutionären Ideen bis nach Russland zu, ja, bis zu verbreiten. Und ja, da sind wir jetzt und müssen dieses Reich ja erstmal von Grund auf neu aufbauen. Also von Modernisierung kann hier gar keine Rede sein, weil wir haben nicht mal die Grundstrukturen. Also ganz, 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 ganz rückschrittlich, was wir jetzt hier übernehmen müssen. Und ich werde vielleicht erstmal doch nochmal die geografische Situation hier ein bisschen erläutern. Also wir haben, wie eben schon erwähnt wurde, im Norden Schweden. Schweden wird auch sehr früh unser Feind werden. Die haben sehr, sehr reiche Provinzen hier im Norden. Also St. Petersburg ist verdammt reich mit dem Germanland. Müssen wir mal gucken, wir werden wahrscheinlich zwangsläufig dann auch Riga erobern müssen. Ist zwar nicht ganz so reich, aber hat strategisch eine recht wertvolle Position, gerade wenn es dann hier Richtung Polen geht irgendwann. Wobei ich mich mit Polen erstmal ein bisschen hier zurückhalten möchte, weil wir werden ganz andere Feinde haben. Wir werden ausschließlich zu Beginn erstmal jetzt hier die Osmanen als Feind haben und Schweden. Da kann ich es mir nicht leisten, hier noch einen Feind zu haben. Und Polen ist auch sehr mächtig. Darf man nicht unterschätzen. Finnland ist sehr reich und früher oder später wird uns unser Feldzug dann auch sicher bis nach Stockholm führen. Schweden bleibt also so der Hauptfeind. Da Schweden häufig im Krieg ist mit Dänemark, sind die Dänen durchaus ein zuverlässiger Verbündeter, wobei ich mich da auch nicht zu früh mit denen verbünden möchte, weil Schweden erobert die recht früh und gleichzeitig kann es auch nochmal durchaus vorkommen, dass die dann gekriegt mit Preußen haben und ich möchte mich gerade mit diesen Großmächten hier raushalten, was wiederum auch heißt, dass ich mich hier mit Bündnispolitik sehr zurückhalten möchte mit Russland, um hier meine diplomatische Situation nicht zu versauen und mich hier in jeden Krieg in Zentraleuropa reinziehen zu lassen. So, die Osmanen, sind wir da schon im Krieg? Ja, genau. Die Osmanen, die sind bereits mit uns im Krieg und da werden wir möglichst frühzeitig hoffentlich auch durchbrechen, sodass wir möglichst früh hier Istanbul erobern. Die Krim natürlich ist sowieso, weil die Krim ist theoretisch zu Beginn ein leichtes Ziel. Lieber zu Beginn hier einmarschieren als dass die Osmanen dann ihre Truppen nach Kiew schicken, was auch früh passieren kann. Deswegen will ich gerade hier schnell gegensteuern. Mal gucken, ob wir dann auch hier den gesamten Balkan erobern können. Wenn uns die Österreicher zuvorkommen, dann tun sie das eben. Das sind sowieso arme Regionen hier mit relativ kulturellen Unterschieden. Religiös bedingt auch. Also hier haben wir Islam, orthodoxe Kirche, wir haben hier Animismus nicht, aber wir haben hier natürlich auch noch ganz viel Katholizismus und das beißt sich alles hier und dementsprechend auch viel, viel, viel Aufruhr in den Regionen. Und auch Österreich könnte durchaus ein Problem werden, weil wenn wir hier deren Grenze blockieren, ja, könnten die uns auch angreifen. Genauso gut ist natürlich auch Wien ein Ziel für uns, um hier auch ein bisschen so diesen geografisch so ein bisschen den Gürtel zu schließen rund um Polen. Wäre eine super Ausgangssituation, aber dann wäre ich natürlich auch in Zentraleuropa. Und hier kriegen mit Venedig, Bayern, Frankreich und Spanien ausgesetzt. Und das will ich auch erstmal nicht. Deswegen orientieren wir uns vor allem erstmal im Norden und hier im Süden Richtung der Osmanen. Ja, Dagestan und Georgien. Mal gucken, wie es da aussieht. Ob wir dort Krieg führen werden.
Man sieht, es ist alles recht überschaubar. Wir haben zu Beginn, soweit ich das weiß, auch noch keinen Hafen. Allein das ist schon ein Hauptgrund, hier aktiv zu werden und die Krim zu erobern und Istanbul. Weil wir haben keinen Mittelmeerhafen aktuell oder Zugang zu dem Mittelmeerhafen. Die müssen sich erst entwickeln und das dauert ewig. Dementsprechend werde ich die Region erobern müssen, damit wir hier vom Mittelmeer auch ein bisschen Kontrolle ausüben können. Denn die Osmanen, die werden hier mehr als genug Häfen zur Verfügung haben. Genau. Persien, mal gucken, ob wir das überhaupt noch erleben, dass wir dort einmarschieren können. Ja. So sieht das nämlich aus. Also, relativ leicht zu erklären, weil wir eben am Rand der Map liegen. Die geht ja hier nicht weiter, hinter Sibirien. Würde das Reich so oder so noch weitergehen, aber da ist eben nichts mehr. Da sind kaum noch Menschen, kaum noch Industrie, kaum noch Infrastruktur. Dementsprechend hier auch nicht aufgeführt. Inwieweit wir nachher Richtung Indien segeln werden, ist fraglich. Ich werde gucken, dass ich mit ein oder anderen Schiffen die ein oder anderen Handelsplätze besetze, weil wir haben im Norden aktuell auch noch keinen Hafen. Aber wenn wir hier zum Beispiel St. Petersburg erobern und Riga, dann hätten wir hier schon mal Zugang, oder zumindest hier in St. Petersburg könnten wir uns einen Handelshafen bauen. Da steht ja aktuell eine Werft. Mit Finnland und Stockholm hätten wir dann die Hoheit über die Ostsee und von dort aus dann die Möglichkeiten, Handelsschiffe auf die jeweiligen Plätze zu schicken, eventuell sogar nach Amerika. Wobei auch dort möchte ich mich vorerst erstmal zurückhalten. Das also zur geografischen Ausgangssituation. Und ich fahre mal fort, jetzt nach und nach mit dem Overlay oder mit den einzelnen Schaufenstern hier. Die Ziele hatte ich ja schon erwähnt. Hier sieht man es ja nochmal, die Hauptfeinde, die wir eben haben werden. Ganz eindeutig Schweden, früher oder später auch Polen, wo eher später, weil ich möchte eben zu Beginn keinen Krieg gegen Polen führen. Müssen wir auch mal schauen, wie sich das mit Preußen entwickelt, ob Preußen in Polen einmarschiert oder ob die ein Bündnis bilden. Das ist ja immer ganz interessant hier, das ist auch immer unterschiedlich, diese Konstellation zwischen Österreich, Preußen und Polen. Manchmal geht Polen mit Preußen ein Bündnis ein, manchmal geht Österreich an Polen ein Bündnis ein. Also das ist hier, die sind eigentlich immer, hier ist immer irgendwas los. Und die Osmanen natürlich im Süden. So, ansonsten war hier gar nicht so viel zu erzählen. Ja, Prestige, wir sind militärisch aktuell ja in Ordnung dabei. Wir haben auch nichts anderes als Militär. Von der Forschung, das setzt sich jetzt zusammen aus den ganzen Truppen, die man hat, und aus Technologien. Vielleicht haben wir, glaube ich, schon die eine oder andere Technologie, nee, auch. Technologisch sind wir schon ganz weit zurück. Die eine oder andere Nation, Preußen, die Niederländer und die Engländer, die haben ja zu Beginn schon ein, zwei Technologien, wir haben gar nichts. Und auch das wirft uns weit, weit zurück. Man sieht es ja hier, die Briten ganz weit vorne neben den Franzosen, auch die Spanier kommen gut voran. Das muss ich natürlich hier in den nächsten Runden auch erstmal einpendeln, aber trotz allem sagt einem das zu Beginn schon aus, wie weit die anderen Fraktionen so in der Forschung stehen und allgemein auch marinetechnisch und militär, was dort so, ja, die Ausgangssituation ist. Gehen wir weiter mit der Regierung. Vielleicht nochmal hier zur Übersicht. Also wir haben unseren Fraktionsanführer, das ist Peter der Erste. Und der hat drei Sterne, hat aber noch jede Menge Eigenschaften. Er ist Razor Clever, 5% Technologien, Forschungsrate haben wir und plus 1 Prestigepunkt pro Runde. Gut, Prestige bringt einem jetzt nicht viel, aber die 5% Technologien Forschungsrate bringen uns gerade gegen Ende recht viel, weil wenn man hier 60, 50 Runden hat und dann die einen guten Forschungsminister und guten... Nee, Forschungsminister gibt es ja gar nicht. Wenn man dann aber gute Edelmänner in den Universitäten hat, und in den Schulen, dann kann das einiges bewirken. Außerdem ist er fasziniert, a fascination with foreigners. Also er hat eine Faszination für Ureinwohner oder Indianer, so. Das bringt uns minus 1 Unzufriedenheit auf den Adel und plus 10 auf diplomatische Beziehungen. Das ist also ziemlich gut, weil wir sind so oder so eine absolutistische Monarchie. Ich habe mich lange nicht mehr mit dieser Geschichte beschäftigt, deswegen muss ich an manchen Stellen nochmal wieder nachdenken. Und da haut uns das nicht so rein, weil durch die absolute Monarchie ist unser Adel von Grund auf sehr zufrieden. Man sieht es ja hier, plus 18 allein in Moskau.
Es ist gut, das ist auch unsere Provinzhauptstadt, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn wir jetzt mal uns zum Beispiel hier Komi anschauen. Auch da haben wir, ja gut, da haben wir auch 17 Adel. Also der Adel ist super zufrieden, deswegen hat das fast keine Auswirkung. Was haben wir noch? Melville Enthusiast, reduzierte Kosten. Hier steht es minus. Reduzierte Kosten für Marineeinheiten um 5%. Das ist viel. Gerade weil Marineeinheiten sehr, sehr teuer sind, gerade die großen Linienschiffe später. Da hat das schon Vorteile. Also er ist Marine begeistert. Und das werden wir auch nutzen. Wir können zwar nicht die ganz großen Schiffe bauen, wie Spanien, Frankreich und England. Das sind ja diese großen Seenationen, die können die Linienschiffe erste Klasse bauen, die schwere erste Klasse, das können wir gar nicht. Aber soweit ich weiß, können wir immerhin Admiralsflaggschiff erster Klasse bauen und wir können auch Linienschiffe zweiter, schwerer Klasse bauen. Mal gucken, ob es so weit kommt, ob wir uns überhaupt auf See begeistern können. Und dann haben wir noch Entleitenet Despot. Bringt das irgendwas? Reduzierte Kosten für Stadtwache. Ich kann es jetzt nicht übersetzen. Ich muss mal gucken, was da steht. An advocate of rationality, reason, toleration and freedom of ideas also hot. Jetzt konnte ich nicht lesen. Also not at the expense of authority. Ja. Gut. In Ordnung. Ja, wir haben ihn als Fraktionsanführer. Wir sind eine absolute Monarchie. Wir sind als Religion orthodox. Unsere Hauptstadt ist natürlich Moskau. Schon immer gewesen. Wir haben 37.500 Gold zu Beginn. Das ist ja beim Darkmoon ein bisschen anders als beim Hauptspiel, wo wir mit viel, viel weniger starten. Aber hier startet ja jede Fraktion mit recht viel Gold. Wir haben eine Bevölkerung von 44 Millionen 800. Nee, wir haben 4 Millionen 400. 80.000 Bevölkerung, das ist verdammt wenig, wenn man mal die heutigen Bevölkerungszahlen in Russland sich anschaut. Und wir sind aktuell relativ reich und unser Prestigerang ist majestätisch. Zu Beginn, man sieht ja, wir haben ein relativ großes Reich trotz allem. Hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Regionen müssten das sein. Und dann auf 9 Regionen trotzdem nur 3.000 Steuereinnahmen. Es ist wirklich ärmlich. Handelseinnahmen 2000 zu Beginn. Also wir haben schon das eine oder andere Handelsabkommen und dann das Grundeinkommen mit den 2700 Goldstücken. Kommen wir insgesamt auf 7700 Goldstücke. Und Armeeunterhalt ist aktuell bei 2700. Sodass wir derzeitig auf 5000 pro Runde kommen. Das ist relativ viel, aber wir haben auch kaum Militär. So, man sieht es ja hier unten auch. Wir haben schon einige Verbündete. Wir haben ein Bündnis mit Polen und wir sind mit Dänemark sogar schon verbündet von Beginn an. Ich glaube, das ist aber durch den Darkmod verschuldet. Ich meine zu wissen, dass es also im normalen Spiel nicht so ist. Also mit Polen ist man verbündet, aber mit Dänemark, das wusste ich nicht. Das ist interessant. Können wir also jetzt nichts dran ändern. Wir werden auch verbündet bleiben erstmal. Vorerst. Wenn Preußen nachher Krieg führt gegen Dänemark, dann werde ich mich da allerdings zurückziehen aus diesem Bündnis. Und wir haben Krieg mit den Osmanen, hatte ich ja schon erwähnt. Wir sind im Krieg mit dem Krimkhanat und klar, mit den Piraten und den barbareskenstaaten Staaten ist sowieso jede Fraktion im Krieg. Genau. Also zu Beginn erstmal die Osmanen, aber die Schweden werden recht früh dazukommen. Das steht jetzt schon fest. Ich denke mal, in den ersten 10 Runden werden wir auch dann den Krieg im Norden führen müssen. Da müssen wir zum einen unsere Armee natürlich in den Süden schicken, hier Richtung Kiew, Ukraine, gleichzeitig aber auch hier nach Don Bosco oder Don Wolsko heißt die, glaube ich, die Gegend, genau. Und recht früh auch Richtung St. Petersburg, weil ja, die Schweden sollen diesen Ort hier nicht nutzen, um riesige Armeen aufzubauen. Den würde ich gern selber nutzen hier, entweder als Verteidigungsbollwerk gegen die Schweden oder ja, als Stützpunkt, um die Invasion auf Finnland zu beginnen. Genau. Ja, aktuell sieht es hier überall grün aus. Es wird sich aber ändern, sobald ich hier viele Schulen bauen werde. Ich hoffe, man hat es richtig gehört. Schulen, nicht Schuhen. Ja, der Fortschritt, der wird in diesem Zeitalter sehr ungern gesehen. Also, wir werden da riesige Probleme mit der Unterklasse haben. Wir haben, glaube ich, auch hier eine Schule direkt. Irgendwo in Moskau hatten wir eine Schule, genau hier. Das tut richtig weh. Minus 4 Unzufriedenheit für die Unterklasse. Und ich werde dann auch noch weitere Schulen errichten. Wahrscheinlich schaffen wir das Bauen in dieser Folge gar nicht, sondern
komme jetzt gerade noch hier durch dieses Fenster durch, aber ich möchte mir eben viel Mühe geben und das hier ordentlich erklären, wie man diese Fraktion eben voranbringt. Wir spielen ja auch auf sehr schwerer Stufe und da wird die KI auch einiges gegen uns ins Felde führen. So, früher oder später werden wir auch hier die Steuern verringern, weil wir haben durch die relativ hohen oder durchschnittlichen Steuer den Steuertribut an die Bevölkerung ein sehr geringes Wachstum. Sobald ich das mit runternehme hier, sieht man ja, kriegen wir positives Wachstum in den Regionen. Das möchte ich auch haben, weil aktuell geht hier 2 Wohlstand pro Runde weg. Und das ist unsere Hauptstadt. Wenn man sich das mal in anderen Regionen anschaut, da sind es minus 22. Hier sind es minus 22. Hier sind es minus 22. Wir sind überall minus 22, merke ich gerade. In Kiew müsste es ein bisschen anders sein. Minus 13, aber es geht überall nach unten. Und das heißt, langfristig verlieren wir jetzt die pro Runde bestimmt 200, 300 Goldstücke. Deswegen muss man sich das überlegen, wie früh, ob man vielleicht dann doch früher, vielleicht schon runtergeht, vielleicht dann doch in der ersten Runde. Ich gucke mal nach, vielleicht, ja, mache ich das jetzt sogar schon mal. Weil hier in vielen Regionen haben wir zwar auch nicht wirklich viel Wachstum zu Beginn, aber dann pro Runde 20 davon zu verlieren, das tut schon weh. Ich sehe auch gerade, die Unterklasse zu befreien, das bringt gar nichts. Aber den Adel zu befreien, das hat dann doch Auswirkungen. Dann mache ich das mal. Und jetzt haben wir, ja, also es ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. Wir haben jetzt 4000, wenn wir den Adel besteuern würden, hätten wir 5000. Das sind 1000 Goldstücke, die wir jetzt verloren haben in etwa. Aber das lohnt sich schon, weil wir würden jetzt innerhalb von 10 Runden, würden wir hier in jeder Region 200 Goldstücke verlieren auf einen Steuersatz von 20-30%, kann man sich schnell ausrechnen, dass sich das auf lange Sicht, also hier auf 30-40 Runden hat sich das schon gelohnt. Und ich möchte das eben ja auch auf lange Sicht spielen. Also gehen wir mit den Steuern gleich mal runter hier. Ein bisschen merkwürdig, dass das so hohe Auswirkungen hat, wenn man den Adel von den Steuern runternimmt. Aber gut, der investiert ja dann auch. Ja, unser Kabinett zu Beginn, man sieht es hier, relativ katastrophal hier, vor allem Marineminister. Ein Stern. Also der wird gleich mal rausgeworfen. Müssen wir jetzt pro Runde... Ach, wir haben eine absolute Monarchie. Das ist ganz praktisch, dass wir hier keine Wahlen haben. Und da wir keine Wahlen haben, kann sich unser Kabinett auch nicht Runde für Runde verändern. Das Problem, das hat man ja mit den Niederlanden oder mit England. Wir haben es nicht. So, das heißt, wir werden jetzt erstmal nachschauen, ob wir vielleicht bessere Kandidaten finden. Hier Status Quo, das ist reduziert die Unterklassezufriedenheit, das kann ich gar nicht gebrauchen in der absoluten Monarchie. Also der kommt weg. Mal gucken, was wir noch haben hier. Harsh Reputation Management plus 1 reduziert aber die Unterklassezufriedenheit und gut für Justizverwaltung. Und plus 1 auf Seal. Okay, ich kann das weiß ich jetzt auch nicht, was das heißt. Reduziert aber die... Achso, das heißt, glaube ich, Religiosität. Plus 5%, minus 5% religiöse Unzufriedenheiten. Ja, ist jetzt nicht so der beste. Das beste Attribut hier. Gut für die Schatzkammer, gut für die Verwaltung, gut für die Unterklassezufriedenheit und ein Taktiker. Das ist ein hervorragender Armeeminister. Schatzkammer wäre aber auch nicht schlecht. Ich packe den mal in die Schatzkammer. Weil gerade Schatzkammer finde ich sehr wichtig. Gerade mit Russland so. Das erhöht auch schon mal den Städtewohlstand ein bisschen. So, wen haben wir hier? 1 auf Management plus 1 erhöht plus 1 auf die Unterklassezufriedenheit. Auch das ist gut. Und nochmal hier plus 1 auf, also das ist Mittelklasse. Lower Class ist halt, ja genau. Ne, das ist Unterklasse, genau. Mittel- oder Unterklasse, eins von beiden. Reduziert die Adelzufriedenheit, das kann mir egal sein. Und nochmal hier plus 1 Management und plus 1 Unterklassezufriedenheit. Auch das ist ein sehr guter Minister. Ich würde sagen, den setze ich als Regierungsminister ein. Und unseren Regierungsminister, den packe ich jetzt mal zur Armee, weil der hat immerhin Taktiken, das ist gut. Und erhöht den Stern hier zumindest um 1 in der Armeeleitung. So, dann kommst du als Regierungsminister. 5 Sterne, sehr schön. Und dann habe ich den und dann packe ich den erstmal zur Marine. Dann hat der Marineminister immerhin 4 Sterne. Und dann haben wir das Kabinett erstmal ein bisschen ausgetauscht. Aber das Ziel ist es natürlich, hier trotzdem jeden Minister auf 6 bis 7 Sterne zu kriegen. Mal gucken, ob wir das im Laufe der Zeit erreichen. Immerhin Justiz ist hervorragend. Also Justizministerium ist super besetzt. Mal gucken, wie das weitergeht. Und ja, dann sind wir eigentlich soweit hier schon fast fertig. Wir haben
ein Handelsabkommen hier, das bringt uns sogar 2000 Goldstücke. Wir handeln vor allem mit, ja, Gütern, anderen Gütern, sonstigen Gütern und größtenteils mit Fellen. Ja, weil gerade hier in Russland sind Felle natürlich so das Haupthandelsprodukt in den Westen. Und das bringt uns ordentlich was ein. Hier sieht man auch, wir haben 1276 Felle. Oder? Ne, wir bekommen 1276 für 116 Felle, die wir exportieren, genau so. Ja, Felle ist jetzt nicht so, oder Pelz sind jetzt nicht so die wertvollsten Handelsgüter, aber trotz allem können wir damit uns unser Handelsaufkommen etwas aufbessern. An der Stelle möchte ich mich von der ersten Folge verabschieden. Die ersten 30 Minuten sind um. Und nächstes Mal geht's dann, ja, in die Diplomatie. Ich bedanke mich hier für euer Interesse und beende hier recht erfreut die erste Folge, nicht die letzte Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen.